Peace, hallo und herzlich willkommen bei mir auf dem Kanal. Ich habe eine kleine Klarstellung zu machen, glaube ich, ja. Viele von euch haben wahrscheinlich schon mitgekriegt, der GMV-Kanal ist wieder offline. Ich habe meine Gründe dafür. Also ein paar sind persönlich und ein paar sind nach dem ersten Video eingehende Mails, die ich mir alle durchgelesen habe. Es waren positive dabei, es waren negative dabei. Es waren auch dumme Mails dabei. Und die dummen Mails waren allerdings weit in der Mehrzahl. Okay, kann ich damit leben jetzt erst einmal. Aber ich habe mir dann gedacht, wisst ihr was? Da scheinbar der Großteil der deutschen Bevölkerung genauso einen Level hat, sollte die Politik, die sie haben, auch so ein Level haben. Und scheinbar passt es. Also, und ich glaube, dass das Land genau die Politik hat, die es verdient. Ich glaube auch nicht, das habe ich mir dann lang überlegt und auch lang durch den Kopf gehen lassen, durch meinen leicht verschnupften Kopf. Aber keine Angst, das ist kein Corona, sondern nur ein ganz normaler Schnupfen. Ich glaube, eine neue Partei oder auch eine alte Partei wird daran nichts ändern. Die Veränderung muss durchs Volk kommen. Und ich denke, wenn es soweit ist, wird es von selber passieren. Vielleicht wird man wie früher mit den Mistgabeln und mit den Fackeln dann nach Berlin raufziehen und für Veränderung sorgen. Gewaltfrei natürlich, also keine Gewalt. Aber so Großdemos, wie wir es in die 80er Jahre noch gehabt haben und wo ich auch mit dabei war, die gibt es scheinbar nicht mehr so recht. Und ich weiß nicht, was passieren muss, dass der Deutsche wieder auf die Straße geht. Keine Ahnung. Vielleicht, dass sie das Internet langsamer machen wollen. Noch langsamer als es schon ist vielleicht. Ich weiß es nicht. Ja, der Kanal ist offline, wird auch offline bleiben. Tut mir leid. Hat, wie gesagt, mehrere Gründe. Ich hoffe, ihr versteht es, vielleicht auch nicht. Da muss man durch. Hab mir das zu leicht vorgestellt. Kann sein. Ich habe gesagt, wenn es nichts wird, dann war es ein Schuss in den Ofen. War scheinbar ein Schuss in den Ofen. Und deswegen passt es jetzt erstmal für mich soweit. Habe dann auch echt überlegt, ob ich mit YouTube allgemein nur weitermache. Auch diesen Kanal hier. Aber ich werde das jetzt erstmal weitermachen. Und werde mich dann jetzt wahrscheinlich sogar ein bisschen spezialisieren auf elektrische Zweiräder vielleicht. Weil es ja trotzdem ein Hobby von mir ist. E-Mobilität selber wird bleiben. Zweirad wird auch bleiben. Aber Zweirad E, habe ich ja auch schon gemacht, wird sich jetzt ein bisschen verstärken scheinbar. Und es wird, es kommen jetzt immer mehr E-Autos raus, die man vielleicht testen kann. Aber ich bin kein Testkanal. Dafür reichen meine Beziehungen nicht zu Autofirmen und so weiter. Ich habe ja schon mal ein Schnupper Angebot von Volkswagen gehabt. Die haben dann gesagt, sie wollen das Video vorher sehen und wenn ihnen was nicht passt, wollen sie es ändern. Da wollte ich dann nicht mitmachen, weil das nicht ich bin. Ja, wenn ein Auto gut ist, werde ich das sagen. Wenn ein Auto nicht gut ist, werde ich das auch sagen. Das Problem ist, oder was heißt das Problem? Positiv, glaube ich, ist, dass so richtig schlechte Autos gibt es, glaube ich, gar nicht mehr. Im E-Bereich auf jeden Fall nicht. Durch das, dass er E-Up jetzt ein Update gekriegt hat, ein E-Update quasi, und die anderen zwei Zwillingsbrüder auch, sagen das definitiv alles, aber keine schlechte Autos nicht. Ja. Wird wahrscheinlich die Zukunft werden, auch bei mir. Einer von den drei. Das war's schon, ganz kurz. Ich hoffe, es passt so, ihr seid nicht böse. Wenn ja, könnt ihr es runterschreiben oder Daumen nach unten geben, auch okay. Ich mache momentan eine gesundheitliche Pause ein bisschen und wenn es dann wieder vorwärts geht, melde ich mich wieder. Derweil, sage ich mal, Servus sagt locker, euer Focker.